Hallo, mein Name ist Vincent Hesselbach, ich bin 19 Jahre alt. Wir bewirtschaften einen reinen Ackerbaubetrieb mit Flächen rund um Bad Kreuznach in der dritten Generation. Unsere Schwerpunkte liegen auf dem Anbau von Raps, Weizen, Gerste, Zuckerrüben und Erbsen. Hier im Hintergrund seht ihr unsere 5 Lagersilos. Dort wird das Getreide eingelagert und das Getreide schauen wir uns jetzt genauer an. Hier im Hintergrund seht ihr unseren Roggenhaufen. Wir lagern insgesamt jedes Jahr 3.500 Tonnen Getreide hier ein. Das Getreide wird hier vorne abgeladen und wird dann über Fördertechnik entweder in die hinteren Lagersilos oder hier in die Schüttbox abgekippt. Wir haben im Anbau die Getreidearten Winterweizen, Wintergerste, Roggen und Triticale. Und die genauen Unterschiede erkläre ich euch jetzt. Hier sind wir in unserem Technikraum. Hier findet die ganze Steuerung der Siloanlage statt und hier analysieren wir unser Getreide je nach Qualitätsstufen. Hier seht ihr unsere verschiedenen Getreidearten. Hier haben wir erstmal den Weizen, der sticht durch seine dunkle, braune Form hervor. Der Roggen ist etwas grünlicher und länglicher. Die Wintergerste erkennt man an ihrer goldenen, gelben Farbe. Und die Triticale ist etwas schmäler, aber ansonsten hat die farblich die gleichen Eigenschaften wie der Weizen. Außerdem gibt es noch den Hafer, den Dinkel oder den Buchweizen zum Beispiel. In unserem Betrieb werden diese Produkte unterschiedlich vermarktet, nämlich zum einen der Winterweizen und der Winterroggen für die Backindustrie und die Wintergerste und die Wintertridikale wird in die Fütterung gegeben, da die Backeigenschaften nicht erfüllen. Und beim Thema Backqualitäten würde ich euch noch gerne mal einen Weihnachtstipp mit auf den Weg geben, nämlich dass ihr vor dem Plätzchenbacken das Mehl durchsiebt, um Klumpen zu verhindern. Und dabei wünsche ich euch gutes Gelingen. BASF. We create chemistry.